Hallo meine Lieben, ich bin Hanna Louise und heute möchte ich euch zeigen, wie man das Shirt Valeria näht. Ich möchte euch nämlich in diesem Video zeigen, wie man das Schnittmuster Valeria umsetzt und euch natürlich auch Tipps geben, damit es auch mit dem Schnittmuster funktioniert und ihr dabei gar keine Probleme habt. Das Tolle an dem Schnitt ist nämlich, ihr könnt aussuchen, ob ihr ein Shirt mit kurzen Ärmeln, wie ich hier anhab, oder ein Shirt mit langen Ärmeln nähen wollt. Ich werde hier in dem Video das Shirt mit langen Ärmeln nähen und ich hoffe, das Video wird dir gefallen. So, und bevor ich jetzt gleich mit dem Zuschnitt und mit dem Nähen loslege, habe ich mir gedacht, da zeige ich euch einfach mal meine Stoffauswahl. Ich habe mir gedacht, ich möchte was Peppiges und da habe ich einfach einen roten Stoff genommen mit schwarzen Punkten. Das sieht, ich glaube, ganz schön wild aus, wenn ich das anhabe. Und ich habe die Stoffauswahl genommen, Baumwolljersey. Das ist einer meiner Lieblingsstoffe, weil erstens sind sie sehr elastisch. Das heißt, ich habe da genug Bewegungsfreiheit. Und Baumwolljersey ist auch sehr robust, da es zum großen Teil ja aus Baumwolle besteht. Und Baumwolle lässt sich ja sehr einfach bügeln. Durch diese dichte Strickung hier ist es auch sehr robust. Und ich bin echt gespannt, wie das wird. Ich rede jetzt nicht viel, sondern fange einfach direkt mit dem Zuschnitt an. So, ich werde euch jetzt erläutern, wie ich diese Teile alle zugeschnitten habe. Ich fange am besten erstmal mit dem Zuschnitt an. Also, das heißt, ich habe alles mit 1 cm Nahtzugabe zugeschnitten. Ihr bekommt auch alle Informationen auf eurem Schnittmuster und im E-Book. Hier, das ist die Vorderseite vom Shirt. Und dazu wird immer gegengleich das passende Innenfutterteil genäht. Das werde ich euch später nochmal erläutern. Und das ist nämlich das Innenfutter von der Vorderseite. Hier habe ich die Rückseite, das ist Oberstoff von der Rückseite vom Shirt und das ist auch das gegengleiche Innenfutterteil. Hier habe ich dann auch meine langen Ärmel zugeschnitten und ich markiere hier immer mit Nadeln, wo eben die Vorderseite und die Rückseite von dem Ärmel ist. Und ich möchte euch jetzt mal ganz kurz erläutern, was ich mit dem Innenfutter gemeint habe. Also hier seht ihr das Shirt, was ich vorher im Video anhatte. Das ist mein V-Ausschnitt hier. Und hier auf der Innenseite wird eine Art Innenfutter eingenäht, damit ihr hier keine Naht habt, die dann am Hals reibt. Und ich wende das Ganze mal, dann könnt ihr es noch besser erkennen. So, ich habe euch das T-Shirt jetzt mal auf die linke Seite gewendet. Das ist die Innenseite. Und hier seht ihr, dass das Innenfutter hier mit eingenäht wurde. Und das werde ich euch natürlich jetzt auch an einem Langarm-Shirt erklären, wie das Ganze funktioniert. Und vor allem ist das auch viel bequemer und gibt einen schönen Look am Halsausschnitt. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr anfangen müsst bei dem Shirt. Also wir fangen bei dem Oberstoff an, das heißt an der Außenseite vom Shirt. Ich habe hier bereits die Vorderseite, die Saumkante unten verarbeitet. Das zeige ich euch aber gleich nochmal auf der Rückseite. Und zwar habe ich das 1 cm jeweils nach innen geklappt und mit einem Zickzackstich entlang genäht. Ich zeige euch aber gleich noch eine andere Alternative als einen Zickzackstich. Und hier bin ich gerade auf der Rückseite dran. Hier habe ich das alles schon 1 cm jeweils nach innen geklappt. Und am besten bügelt ihr hier einfach nochmal drüber. Dann ist es nachher viel einfacher zu nähen. Und jetzt zeige ich euch an der Nähmaschine, welche Naht ihr für die untere Saumkante nehmen könnt. Ich habe hier diesen Zickzackstich, aber ihr könnt auch hier, habe ich die Palette, könnt ihr einen anderen Stich nehmen. Und zwar hier die Nummer 16. Das ist eine Jersey-Stich, das heißt so eine Art Zickzack-Stich, nur etwas dünner und das sieht dann aus wie eine einfache Naht. Wichtig ist natürlich, dass eure Naht elastisch ist, weil diese Kante hier unten elastisch sein muss. Und ich nähe jetzt einfach mal meinen Zickzack-Stich. Ihr näht 0,7 cm neben der Kante und einfach vorsichtig drüber nähen. Wenn wir jetzt hier die unteren Saumkanten vom Oberstoff verarbeitet haben, dann gehen wir jetzt hier zu der oberen Schulterkante. Hier, das sind die Schulterkanten, die fixieren wir hier rechts auf rechts. Wir beginnen auch hier wieder am Oberstoff und versäubern das hier mit einer Overlocknaht, um die Kanten hier zu verarbeiten. Wenn jetzt hier die zwei Schulterkanten verarbeitet wurden mit einer Overlocknaht, dann bügeln wir das Ganze einfach nach hinten. Das heißt, dann nehme ich hier wieder mein Bügeleisen und bügel die Nahtzugabe auf der anderen Seite nach hinten in Richtung Rückseite. Hier ist die Overlocknaht.
Und wir nähen jetzt hier mit einem Dreifach-Geradstich einfach hier entlang der Kante neben dem Bruch. So, ich habe jetzt die verarbeitete Schulterkante unter dem Nähfuß platziert und nähe jetzt hier mit einem Dreifach-Geradstich neben dem Bruch 0,5 cm, um hier die Schulterkante nochmal schön zu verarbeiten und die Nahtzugabe hier dann auch flach zu steppen, damit sie schön flach auf der Schulter anliegt. Nachdem wir jetzt fleißig am Oberstoff gearbeitet haben, gehen wir jetzt über zum Innenfutter. Das sind die Innenfutterteile. Das hier ist einmal die Rückseite und das hier ist die Vorderseite des Innenfutters. Und jetzt verarbeiten wir auch hier die Schulterkanten rechts auf rechts übereinander. So, ich habe jetzt wie im Oberstoff hier auch im Innenfutter da die Schulterkanten mit einer Overlocknaht verarbeitet. Die Kanten bleiben jetzt unverarbeitet, das heißt, die werden jetzt nicht mit einer Naht flach gesteppt, weil sie flexibel bleiben müssen für den nächsten Nähschritt. Und der nächste Nähschritt, dort wird der Halsausschnitt mit dem Oberstoff verarbeitet. Das mache ich jetzt direkt als nächstes. Und ihr könnt jetzt hier in der Mitte den Halsausschnitt erkennen. Den habe ich jetzt hier rechts auf rechts mit dem Innenfutter fixiert. Das hier ist das Innenfutter rechts auf rechts und das hier ist. Und ihr müsst einfach nur bei den Schulterkanten darauf achten, dass die Nahtzugaben jeweils in die entgegengesetzten Richtungen zeigen. Deswegen war auch im Innenfutter diese Nahtzugabe flexibel, damit man die einfach in die andere Richtung klappen kann. Und jetzt steppe ich das Ganze hier mit einer Jersey-Naht entlang, damit hier alles auch elastisch ist und damit die Naht auch nicht reißt. So, ich habe jetzt den Stoff einfach unter dem Nähfuß fixiert und werde jetzt 1 cm neben der Kante nähen. Dafür nehme ich den Jersey-Stich, das ist ein elastischer Stich hier, bei mir Nummer 16. Hier könnt ihr auch nochmal erkennen, wie die Naht aussehen soll. Hier die Nummer 16, das ist ein Stich, der vor und zurück geht und dabei auch sehr elastisch ist. Und das sieht dann hier so aus. So, hier habe ich jetzt meinen ganzen Halsausschnitt abgesteppt und hier könnt ihr nochmal die Naht erkennen. Die Naht ist sehr, sehr elastisch und somit kann es nicht reißen. Und jetzt werden wir das Ganze einfach wenden. Bevor ihr das aber macht, hier an der Kante unbedingt ein paar kleine Schnitte reinmachen. Nicht durch die Naht schneiden, sonst geht die Naht kaputt, damit man das Ganze auch hier besser wenden kann, weil das hier eine Kurve ist. Und somit würde sich sonst der Stoff hier stauen und verzerren. Deswegen macht einfach ein paar kleine Schnitte rein, dann ist das alles viel einfacher. Und der Halsausschnitt wurde jetzt hier gewendet, das heißt, das Innenfutter liegt jetzt hier auf der Innenseite. Aber bevor wir jetzt die Ärmel als nächstes annehmen, werde ich jetzt hier unten die untere Saumkante von dem Innenfutter mit einer Overlocknaht verarbeiten, damit hier die Kante nicht ausfranst und auch schön auf der Innenseite liegt. Und jetzt fixieren wir den Ärmel an dieser Stelle hier. Dafür nehmt ihr den richtigen Ärmel, achtet darauf, dass ihr hier die Rückseite kommt auf diese Seite und die Vorderseite des Ärmels kommt auf diese Seite. Ich habe das Ganze hier schon markiert an meinem Ärmel, wo was hinkommt. Das heißt, ich beginne hier an der vorderen Mitte und fixiere es dort. Thank you.
Jetzt versäubere ich als nächstes die abgesteppte Ärmelkante. Dabei schneide ich hier ein kleines Stückchen weg, damit ich hier nicht so eine große Nahtzugabe habe auf der Innenseite. Und dann mache ich das einfach mal. So, hier könnt ihr dann die Overlocknaht erkennen von der Ärmelkante. Bevor wir jetzt aber die Seiten schließen, das hier ist der Ärmel, müssen wir hier unten an der Saumkante vom Ärmel auch wieder 1 cm jeweils nach innen klappen, drüber bügeln und mit einer Zickzacknaht verarbeiten, wie hier unten an der Saumkante vom Oberstoff. Hier haben wir das auch gemacht und das macht ihr jetzt genau gleich hier an der Ärmelkante. Wenn ihr jetzt hier den Armausschnitt, die Saumkante verarbeitet habt, dann könnt ihr jetzt als nächstes die Seiten vom Ärmel schließen. Hier ist die Seite vom Ärmel und die Seiten vom T-Shirt hier schließen. Dabei müsst ihr hier einfach nur darauf achten, dass hier die Nahtzugaben in die entgegengesetzten Richtungen zeigen und dass hier die 4 Stofflagen, hier sind nämlich 4 Stofflagen, einfach schön übereinander liegen, ohne dass sie gedehnt werden und dass die Kanten natürlich hier schön bündig zusammengehen. So, das Shirt ist hier versäubert und verarbeitet. Das gleiche macht ihr natürlich auch auf der anderen Seite. Und ganz wichtig ist, wenn ihr hier versäubert, dann schneidet hier die Säubernaht nicht ab, sondern fädelt es hier einfach in die Naht mit ein. Hier, so kann man das besser erkennen. Und ja, jetzt drehe ich das Ganze mal um, damit ihr es auch von der richtigen Seite seht. Und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne etwas in die Kommentarfunktion unten reinschreiben. Und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst. Und so erfährst du auch als allererstes, wenn ich wieder ein neues Video hochlade. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Nähen.